Naruto 1986, herzlich willkommen zu Spider-Man Morales Part 6. Jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben, und let's go. Okay. Ich glaube, der Typ war es dann auch nicht, den da drüben. So. Ich weiß mal, mit dem ich nicht ranzoomen kann einfach. Jetzt bleib doch mal stehen, Junge, Alter. Wohin gehst du? Mann. Der Junge, der regt mich gerade auf, weißt du das? Der regt mich einfach gerade nur auf. Das ist so schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, sein, von jemandem das Gesicht so zu fotografieren, Alter, wirklich. Wozu kann denn noch einer sein? Ich weiß nicht, wo sonst noch einer sein soll. Ach, da oben habe ich nicht mehr. Ja klar, wer soll, wie sollen die da oben sein? Das geht ja gar nicht.
Also. Weil ich weiß echt nicht, wo das sonst noch jemand sein soll. Sonst habe ich sie doch eigentlich alle abfotografiert. Irgendwo die Datenbank abgeglichen sind. Ich weiß echt nicht, wo der Typ noch sein kann. Tut mir leid. Starte den Abgleich. Einen Augenblick. Das ist unser Joe. Folg ihm. Na also, meine Fresse, Alter. Das müssen die Käufer sein. Sobald sie zusammen sind, kannst du die ganze Operation hops nehmen. Ich komm gleich zu Frau. Das hier ist das Angesagte. Diese Spider-Man-Figuren bringen doppelt so viel wie letztes. Kindern ihr Spielzeug klauen? Wollt ihr die etwa mit Anlauf auf meine schwarze Liste? Das ist nicht gerade sehr weihnachtlich, Jungs. Ich bin dran. Ich habe aber den Spider-Man-Eid abgelegt. Also kann ich wohl für ihn sprechen. Ja, jetzt reicht's hier langsam. So. Die Feiertage sind gerettet. Schau mal in den Laster, ob das Spielzeug auch noch da ist. Kein Problem, werde ich. Also. Hände weg von den Sachen. Komm her. Genki, ich hab das Spielzeug. Ich räum nur noch etwas auf. Cool. Schaff das, Kumpel. Pickwiger Spider-Man. Junge, hau ab und ab. Ich nehm jetzt das Spielzeug und geh nach Hause. An mir kommst du nicht vorbei. Hab ich dein Gesicht zerbeult? Sorry. So, jetzt reicht's. Nasenschnitt, Alter, jetzt. Er gehört mir! Das wird Spaß machen. Junge! Ich hab ihn! Du bist tot! Habe ich dein Gesicht zerbeult? Sorry. Jetzt zerbeul ich dir dein Gesicht, Alter. So. Und? So. Es reicht langsam. Hey Sam, ich hab das Spielzeug. Ich schicke dir den Standort. Du findest alles an den Docks von Midtown. Ah, das freut mich wirklich. Ich komme sofort dorthin. Na also.
Wie soll ich dir nur danken, Spider-Man? Das rettet vielen Kindern die Festtage. Ich werde das Spielzeug sicher zurückbringen. Keine Ursache, Sam. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Hm, schön. Wow! Belohnung habe ich gleich 8 gekriegt. Oh, hoi, geil. Ich habe jetzt 8 habe ich davon gekriegt. Ich habe mich schon gerade gewundert, wie kriege ich das wieder schon hin, dass ich da jetzt. Gibt es was Besseres, als Spielzeugdiebe zu fassen und Kinderaugen strahlen zu lassen? Du sagst es. Und ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Tios Bodega wurde wohl ausgeraubt. Ich hoffe, ich kann helfen. Ja, ich weiß, sie mögen keine Selbstjustiz. Ach, komm, wisst ihr was? Mann, ich will doch nur helfen. Na also, endlich mal wieder fest geboten hier, ey. So. Okay. Cool, dass sich da die ganzen Aufgaben da drin gesammelt. Das finde ich cool. Ja. Hey Neffe, hilf mich bei den Docks in Hell's Kitchen. Ich komme. Was mache ich denn jetzt mit Finn? Nochmal mit ihr reden? Wir könnten uns treffen. Im Science Center oder in der Trinity Church. Nein, sie weiß, dass ich sie belogen habe. Das wird nichts. Okay. Na also, wenn es nicht so noch habe, hätte ich so. Der sogenannte Kingpin des Verbrechens. Offenbar genießt er seine 5-Sterne-Zelle, die größer ist als Jareds Wohnung, während seine Rechtsanwälte an seinem Freispruch arbeiten. Aber anscheinend gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Denn neue Recherchen des Daily Bugle haben ergeben, dass in seinen verlassenen Fisk Tower, der nächstes Jahr abgerissen werden soll, jetzt Hausbesetzer eingezogen sind. Ist es nicht einfach perfektes Karma, dass dieses protzige Denkmal an das Ego eines Typen, der immer dachte, er steht über dem Gesetz, von ein paar Pennern überrannt wird? Wahrscheinlich richtet sich als nächstes Spider-Man dort sein Hauptquartier ein. Wie ist es so, in seiner eigenen Schlinge zu stecken? Ja, Jared, das sagt man wirklich so. Lies mal ein Buch! Okay, was ist das? Da kann ich gerade... da haben wir schon, das ist 11 Stück habe ich davon dem Ganzen, also schon wieder... Okay. Wisst ihr, dann kann ich mir hier gleich neue Anzüge und alles holen, klar. Aber ich werde erstmal hingehen und werde erstmal die Dinger erstmal hier komplett erstmal alles sammeln.
bevor ich mir hier die ganzen Anzüge freimache. Was ich nicht verstehen kann, hier kriege ich die Dinger, aber wenn ich das hier drauf gehe, dann kriege ich gar nichts. Aber ich sammle die Dinger erstmal alle. Ich sammle die Teile erstmal alle und danach werde ich alles freimachen. Und dann werde ich auch die anderen Dinger alles freimachen, das ist klar. Spider-Man! Spider-Man, wo bist du? Hey! Hier. Ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Genau. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Spider-Man. Bitte, sei hier. Ja. Und ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Spider-Man, wo bist du? Was wollen die bei einem Umspannwerk? Das frage ich mich auch gerade. Da ist mein Eingang. Na also. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. So. Okay, dann wollen wir mal hier gucken. So, dadurch. Sie schießen auf Transformatoren? Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Yeah. Cool. Ich wusste, ich schaff das. Hey, wenn wir mehr als einen Laden legen, verwirrt das die Cops nur noch mehr. Oh, Mist. Ein weiterer Sieg für Spider-Man. Okay, schneller rum. Und jetzt. Nee, nimm natürlich noch eine Weile auf, das ist klar. Aufgepasst, Leute! Spider-Man ist hier! Leider nicht, tut mir leid. Einfach als ich dachte. Oh Mann, er ist erledigt! Lass den Quatsch, Spinnenkopf! Ruf den Bass an! Sag ihm, Spider-Man ist hier! Komm hoch! Ihr Theos Bodega ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Wow. Das klingt ja ein Verrückter, oder? Der Boss hat doch gesagt, wir werden nicht erwischt! Kopf hoch! Oh Mann, dieser Job, es ist echt nicht mehr! Jetzt gibt's Drescher, Kleiner! Ja, für dich. Die Station liefert nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Notstrom. Bam. Klappe halten, ihr habt hier nichts zu melden. Mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Genau. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Theos Katze finden. Oh, Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzugsschacht. Muss es festkleben. Ich komme, Spider-Man. Halt durch. So. Aber erst im nächsten Part.